Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Gerhard Baumgartner und ich werde eher den allgemeineren Teil unseres Buches erläutern und mein Kollege Dr. Herbert Brettl wird dann spezieller auf die Situation in Burgenland und im Bezirk Burgdorf eingehen. Wie es der Vorredner schon gesagt hat, wir haben ziemlich lange an diesem Buch, muss man sagen, gearbeitet und gesammelt. Wir arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, also zumindest an dem Thema, seit wir gemeinsam für die Historikerkommission über die Enteignung von Roma-Grundstücken und Restitution gearbeitet haben. Seitdem gab es auch schon die Idee, da mehr noch daraus zu machen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit kristallisiert, wie wir draufgekommen sind, eben, dass es in Burgenland ungefähr 120 Siedlungen gegeben hat, die man als, ja, eigentlich richtig als Siedlung ansprechen kann. Die größten von denen waren ja richtige Dörfer, die hatten fast 300 oder bis zu 300 Bewohner. Also das ist, ich selber komme aus Siget in der Wart, das hat 160 Bewohner, also da ist man schon richtig beeindruckt als Südburgenländer, ja, bei 300, das gilt schon als richtiges Dorf. Und dann haben wir eben begonnen zu schauen, was man da hier finden kann. Und bevor ich jetzt zu den Bildern gehe, muss ich nur sagen, das erste Problem hier ist, dass viele dieser Siedlungen eben nicht dokumentiert sind, denn wie Sie oder die Burgenländer unter Ihnen wahrscheinlich wissen, sehr viele Roma-Siedlungen standen auf Gemeindegrund. Ja, das heißt, das Grundstück gehörte der Gemeinde, die Häuser, die darauf standen, den jeweiligen Roma-Familien. Juristisch ist das keine unbekannte Konstruktion, das heißt Superedifikat. Also ein Gebäude, das auf einem anderen Grundstück steht. Und man hätte das auch ins Grundbuch eintragen lassen können. Die Roma haben das sicher nicht gewusst. Und wenn, dann haben sie wahrscheinlich auch nicht das Geld gehabt, um so eine Eintragung vornehmen zu lassen, viele von ihnen. Und zweitens, die Grundeigentümer, die Gemeinde hätte es auch machen können, aber wer lässt sich schon gerne ein Haus auf seinem Grundstück eintragen, das einem nicht gehört. Also ist das unterblieben. Als die Siedlungen dann fast alle oder fast ausnahmslos zerstört wurden nach der Deportierung der Roma im Nationalsozialismus, passierte etwas ganz Tragisches. Die wenigen Überlebenden, ungefähr 10% der burgenländischen Roma überleben die nationalsozialistische Verfolgung, sie kommen zurück und sie werden niemals eine Entschädigung für ihre zerstörten Häuser bekommen. Warum nicht? Wie beweist man, dass man ein Haus gehabt hat? Man geht ins Grundbuch. Ja, aber im Grundbuch, da stand nichts. Ja. Und deswegen gab es auch keine Entschädigung für diese Häuser. Wir haben das damals geschätzt bei der Historikerkommission. Ungefähr 2500 Gebäude oder so in der Größenordnung müssen davon betroffen gewesen sein. Und so haben wir begonnen, zu versuchen, wie man das dokumentieren kann, weil wir auch gesehen haben, dass es interessanterweise ganz viele Fotos von diesen Siedlungen gibt, die es dokumentarisch eigentlich gar nicht gibt. Man kann sie nicht nachweisen, aber Bilder haben wir davon. Und das war die Anfangsidee. Und dann haben wir begonnen, schauen wir mal, wie weit zurück können wir denn gehen. Und jetzt würde ich das kurz für Sie skizzieren. Sie wissen, die allererste Erwähnung eines Rom im Burgenland hat eigentlich direkt mit der Ansiedlung der burgenländischen Kroaten zu tun. In den 1530er Jahren, als die Bautjanis die ersten Züge von Kroaten aus dem heutigen Zentralkroatien oder Bosnien in Südburgenland organisieren, ist der Mann, der einen dieser ersten Züge führt, der heißt mit Familiennamen Zigan. Und im 16. Jahrhundert heißt man nicht Zigan, wenn man keiner ist. Weil dann heißt man Horvat, wenn man ein Kroate ist und Ungar oder Magyar, wenn man ein Ungar ist und eben Nemat oder Deutsch, wenn man ein Deutscher ist. Und als Zigan ist man wahrscheinlich ein Rom meistens gewesen. Das ist die erste urkundliche Erwähnung. Die nächste ist dann 1674 als Bautjan in einer ganzen Gruppe unter dem Voivoden Marton Sarkozy gestattet, sich im Südburgenland niederzulassen. Und später, im 18. Jahrhundert, finden wir dann ganz viele Eintragungen und da haben wir begonnen. Das schaut dann so aus, das sehen Sie im Burgenland, sind die ersten Konskriptionen unter Maria Theresia, wo die Roma
als meistens als Schmiede in den einzelnen Orten familienweise angesiedelt werden. Die kriegen auch Grundstücke, die können auch ein Haus bauen. Das ist relativ detailliert. Weil es ist schwer zu lesen, aber wenn man sich einmal eingelesen hat, dann sieht man es. Hier sehen Sie in der zweiten Zeile links, da steht in Obido Borostjanko, also in der Stadt Bernstein. Ja? Und dann sehen Sie den Namen Stefanus Sarkozy und drunter ist Falsche Schütz, also Oberschützen. Ja? Und dann ist Bulbendorf, also die einzelnen Orte und auch sind die Familien zum ersten Mal begegnen uns die Familien mit ihrem Namen. Und so haben wir versucht, immer die älteste Nennung in den einzelnen Dörfern zu finden. Im 19. Jahrhundert werden dann die Quellen schon etwas häufiger. Da gibt es auch verschiedenste Erfassungen dieser Roma-Familien. Hier haben Sie dann eine aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie immer hat man das Problem, dass es schwierig ist, sozusagen diese Handschriften zu lesen. Ja? Wenn Sie das interessiert, was da steht, in dem hiesigen Gemeindeverbande lebt Zigeunerfamilie, wohnt in seiner eigentümlichen Hütte und hat bisher Personal- und Erwerbssteuer entrichtet. Ja? Die Leute waren sozusagen halbwegs integriert. Diese Ansiedlungspolitik, die hier unter Maria Theresia beginnt, ja, war natürlich eine ganz viele Assimilationspolitik, das muss man auch sagen. Ja? Also man durfte die Sprache nicht mehr sprechen, es wurde das Tragen der türkischen Kleidung verboten, heißt die Frauen durften keine Hosen mehr tragen und es wurden ihnen die Kinder weggenommen. Und anderen Familien in anderen Dörfern meistens zur christlichen Erziehung übergeben. Ja. Das hieß im Regelfall eigentlich, dass diese 10-, 12-, 13-jährigen Kinder als billige Arbeitssklaven an andere Bauernfamilien übergeben wurden. Die Maßnahme war wahnsinnig verhasst unter den Roma-Familien und nicht selten wurden diese Kinder auch wieder zurückentführt oder gestohlen. Und höchstwahrscheinlich ist das dann auch sozusagen der Ursprung dieses, kennen Sie alle, dieses Vorurteils, die Zigeuner kommen und stehlen Kinder. Ja? Also das dürfte aus dieser Zeit stammen. Unsere Wahrnehmung von den Roma ist sehr stark beeinflusst durch die Romantik, durch die romantische Tradition des 19. Jahrhunderts, die Roma in Zentraleuropa eigentlich als ein fremdes Bevölkerungselement darstellen, als Halbwilde, die letzten Wilden Europas, so werden sie genannt und so werden sie dann auch dargestellt in den Gemeinden. Ich habe hier nur ein Beispiel ausgewählt, das ist diese Postkarte, was ganz typisch ist, also man zeigt sie auf der Wanderschaft, man zeigt sie außerhalb der europäischen Zivilisation, also sie sehen keine anderen Europäer mehr auf den Darstellungen und auch keine Häuser und natürlich diese Vorurteile, die Frau raucht, dass eine gute Frau nicht tut, Papa fiedelt, das ist auch so ein bisschen ein Vorurteil. Ja. Und dieses Bild wird dann ganz stark unsere Wahrnehmung prägen. Und viele von diesen Stereotypen werden wir auch in den Fotos, um die es in unserem Buch auch sehr stark geht, dann wiederfinden. Warum gibt es so viele Fotos in Burgenland? Das war die Karte, Entschuldigung, über die ich gesprochen habe. Ich sehe das immer hier an, dass ich mir das nicht so gewohnt. Ja? Also das ist die Karte mit den Stereotypen. Ja? Und auf unseren Fotos, die wir haben, und wir haben ganz viele Fotos hier in Burgenland, finden wir viele von den Stereotypen wieder. Warum gibt es so viele Fotos? Weil in der Zwischenkriegszeit die Polizei in Burgenland ganz viel fotografiert hat. Wenn man in der Polizei war, so war die Beschäftigung mit Zigeunern eigentlich eine ziemliche Karrieremöglichkeit. Ja. 1924 wurde in Wien Interpol gegründet und Interpol hat sich mit zwei Themen beschäftigt am Anfang. Erstens mit Mädchenhandel, das ist ein Thema, das schwer antisemitisch besetzt war. Und das zweite waren die Zigeuner. Ja. So hieß das damals. Als
völlig unberechenbares Element. Die waren halb kriminalisiert, halb Spione, man wusste nicht. Das entsprach überhaupt nicht den Tatsachen. Ein Großteil der zentraleuropäischen Roma-Bevölkerung war seit dem 19. Jahrhundert sesshaft. Trotzdem, das glaubte die Polizei, und die Roma oder Zigeuner wurden in ganz Europa in der Zeit von der Polizei erfasst. Man nahm ihnen die Fingerabdrücke ab, sie wurden fotografiert, und wenn sie Karriere machen wollten, dann war das eine gute Möglichkeit, denn hier hatten sie mit ausländischen Kollegen, also internationaler Polizeiarbeit zu tun und mit den modernsten Techniken, und das war beliebt. Und die österreichischen Polizisten, die nach 1921 ins Burgenland kommen, beginnen sofort hier auch viel zu fotografieren, und die Bilder werden dann in Berlin ausgestellt, bei der internationalen Polizeiausstellung etc. Und im Landesarchiv in Burgenland haben sich ganz viele dieser Fotos erhalten, und ein Großteil unserer Fotos stammt aus dieser Quelle. Hier auch noch einmal Dank an das Burgenländische Landesarchiv, das uns diese Fotos zur Verfügung gestellt hat. Das erste Foto zeigt die Roma-Siedlung in Unterschützen in der Zwischenkriegszeit. Und auch die Tatsache, dass die Leute so aufgestellt sind, hat damit zu tun, dass das Polizeifotos sind. Die Polizei wollte sehr oft wissen, wer in einem bestimmten Gebäude wohnt. Ja, und da mussten sich dann die Einwohner so aufstellen. Das zweite Foto ebenfalls, hier sind wir jetzt im südlichen Burgenland. Das ist ein Foto, das neu zugeordnet wurde. Wir haben immer geglaubt, es ist in Gritsch, aber dort ist es nicht. Es ist in Zahling. Ja? Und wenn Sie jetzt dann genau schauen, schauen Sie mal unter dem Baum, da sieht man etwas verwischt. Eine Figur steht, dort ist ein Polizist. Also diese Aufnahme wird während einer sogenannten Polizeirazzia in einer Roma-Siedlung gemacht. Oder hier Deutsch-Kaltenbrunn. Die Deutsch-Kaltenbrunner Roma haben im Winter, im Sommer waren fast alle burgenländischen Roma-Landarbeiter. Im Winter haben sie Nebengewerbe betrieben, das waren Korbflechter und Möbelhersteller. Und wenn Sie genau schauen, da der zweite von rechts, von innen aus gesehen, da sehen Sie wieder den Polizisten, der sozusagen hier aufpasst, und ein Foto aus einer Razzia. Oder hier ein Foto aus Gritsch, eine Familie von Scherenschleifern, und wiederum sehen wir hier die Polizei. Und auch Alhau ein Foto. Und natürlich wird hier eine bestimmte Art der Präsentation gewählt. Warum? Diese Fotos, die Sie hier gesehen haben, ja, die werden von der Polizei gemacht, nicht um das Leben der Roma zu dokumentieren, sondern um die schwere Polizeiarbeit zu dokumentieren. Und die werden dann benutzt später, um eben diese internationalen Fachzeitschriften der Kriminalpolizei zu bebildern. Ja, hier haben wir so einen Aufsatz dann von einem im Burgenland tätigen Polizisten, Otto Stöger, der schreibt dann Aufsätze, wo dann alle diese Fotos vorkommen. Und diese große, eine relativ große, gute Sammlung, sehr einzigartig, muss man sagen, befindet sich eben hier im Burgenländischen Landesmuseum. Eine zweite Quelle zeigt uns ein ganz anderes Bild. Sie sehen hier sofort, dass die Darstellung wesentlich empathischer ist, einfühlsamer ist, auch viel individueller ist. Hier wird ein junges Mädchen gezeigt. Das ist ein Foto, das von einem Grazer Industriellen gemacht wurde. Alfred Ruhmann, einer der größten Papierindustriellen der Zwischenkriegszeit. Er hatte ein Hobby, aber er war ein sehr guter Fotograf, und er ist in den Jahren 35, 36 durch das Burgenland gereist und hat insgesamt 830 Fotos von Roma gemacht. Ja. Sie sehen ihn hier noch einmal umringt von Kindern aus der Siedlung in Oberwart. Er scheint relativ bekannt und beliebt gewesen zu sein, und ich zeige Ihnen hier eben seine sehr berührenden Porträtfotos von Kindern. Ja. Die uns ein wesentlich anderes Bild vermitteln, vor allem auch, muss man sagen, dass Ruhmann es verstanden hat, die Bewohner der Roma-Siedlungen in ihrer ganzen Würde und auch in ihrer Individualität darzustellen. Also es geht hier nicht mehr darum, die Roma als potenzielle Kriminelle in Interaktion mit der Polizei zu zeigen, sondern so, wie sie gezeigt werden wollen auch. Ja?
Also das ist ein Foto, wenn wir es nicht wüssten, könnten das viele von uns im Familienalbum haben. Ja? Also diese Art von Kleidung unserer, zumindest meiner Großeltern, oder hier sehen wir einen Mann aus St. Kathrein, eine junge Frau zum Beispiel auch, ich glaube, die ist aus Oberwart. Also die Fotos sind bei weitem nicht so ethnisierend, ja, und stellen sie nicht als Fremde dar, sondern eher als Menschen wie du und ich. Und was für uns ganz interessant ist, Ruhmann fotografiert ganz viele Siedlungen. Ja. Hier eine Siedlung im südlichen Burgenland, in Neustift, bei Güssing, hier Kemmeten. Und das Interessante ist, aus Kemmeten zum Beispiel gab es bis dato ein einziges bekanntes Foto. Ja. Bei Ruhmann gibt es 37 Fotos aus der Romansiedlung in Kemmeten. Ja. Zeige ich Ihnen hier. Oder Buchschachen. Ja. Das sind Kinder, die seinem Auto nachlaufen in Buchschachen. Hier nochmal Ruhmann im Kreise der Kinder. Und eben hier, das Tolle ist auch, er hat die Fotos nicht nur gemacht, er hat sie auch in unzählige Alben eingeklebt und er hat sie sehr genau beschriftet. Wir wissen immer, wo das Foto gemacht wurde. Die Quelle ist ganz, das habe ich jetzt vergessen, wo das ist. Das ist, ich glaube, in Kitzladen oder in Leubersdorf. Ja, das nächste ist dann, Sie sehen es, Grafenschachen, das steht dann unten. Ja. Und wenn man da so drauf schaut, würde man nicht auf den ersten Blick denken, das ist jetzt eine Roma-Siedlung, ja, weil sie nicht so dargestellt wird auch wie auf den Polizeifotos oder hier Alhau. Wir sehen also, dass auch der bauliche Zustand dieser Siedlungen in vielen Fällen auch dem burgenländischen Durchschnitt entsprochen hat. Das stimmt übrigens überein mit einer Beschreibung des damaligen Bezirkshauptmannes von Oberpullendorf, der sagt, das macht er. Okay? Das macht er. Ja? Eine andere Quelle noch, ein paar Fotos gibt es auch in der Österreichischen Nationalbibliothek. Hier ein Foto, das bezeichnet wird als Zigeunerhochzeit im Burgenland. Wenn es nicht draufsteht, wird es uns nicht auffallen. Ja? Ein anderes Element, das in unserem Buch noch vorkommt, darf ich kurz erwähnen, das sind Dokumente. Wir haben versucht, möglichst viele Dokumente, die sich in Gemeindearchiven befinden. Das sind solche Dokumente wie hier. Wenn Sie schauen, links sehen Sie einen Fingerabdruck, ein Fingerabdruckblatt, das stammt direkt hier aus Großwarersdorf. So Ausweise, wie es in anderen Ländern, sogenannte Zigeunerausweise, wie es in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Tschechien oder auch in Ungarn schon in der Zwischenkriegszeit gegeben hat, das hätten die österreichischen Polizisten auch gern gemacht, ging aber nicht. Österreich hatte eine Verfassung, wo die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz festgeschrieben war. Es gab keine Spezialausweise in Österreich. Ja. Deswegen ging das nicht, aber da sind dann die Gemeinden hilfreich eingesprungen und haben sozusagen eigene Zigeunerlisten angelegt oder sogenannte Heimatrollen, ja, für die Roma-Bevölkerung der eigenen Ortschaften, die später zum Ausgangspunkt für die Deportationen werden sollen. Was wir noch sehen auf den vielen Fotos ist, dass die Roma gegen Ende der 30er Jahre völlig verarmen, das ist eigentlich das falsche Wort, sie verelenden eigentlich. Und das führt dann dazu, dass sehr früh es eine große ablehnende Bewegung gibt innerhalb der Ortschaften, weil die Sozialkosten für diese verarmte, verelendete Bevölkerung müssen von den Dörfern selbst getragen werden. Und hier fällt dann die Parole der zuerst legalen, dann illegalen Nationalsozialisten, das Burgenland zigeunerfrei. Dr. Porci, das kennen Sie sicher, die meisten von Ihnen hat das erfunden, das fällt dann in ganz vielen Dörfern auf fruchtbaren Boden. Ja. Wir haben unsere Kapitel so gestaltet und damit mache ich Schluss. Es gibt eben ein Ansiedlungskapitel, wo ich Ihnen versucht habe zu zeigen, mit welchen Quellen wir arbeiten. Da gibt es etwas über die Zwischenkriegszeit, wo wir die Situation der Bevölkerung beschreiben, dann die Verfolgungssituation und Nachkriegszeit. Das heißt, gibt es Überlebende, sind die zurückgekommen, wie ist es denen ergangen
Und neben den Dokumenten, die wir hier noch eingebaut haben, haben wir auch sehr viele Zitate aus Originaldokumenten versucht zu verwenden. Das heißt, wenn möglich, die Betroffenen sprechen zu lassen. Und ich glaube, wir haben dann versucht, das so zu verteilen, dass die verschiedenen Themen, ja, auch für die Überlebenden, also die Verfolgung, aber auch wer durch Flucht zum Beispiel nach Ungarn überlebt hat, oder ganz interessant, und das ist mein letztes Beispiel, etliche, gar nicht wenige Roma haben dadurch überlebt, dass sie einfach nach Niederösterreich gegangen sind, mit ihrer ganzen Familie, sich bei einem Bauern irgendwo am Berg verdient haben, dort waren sie nicht als Zigeuner bekannt und haben einfach überlebt. Ja? So, jetzt übergebe ich an meinen Kollegen, der den Bezirk näher erläutern wird. Dankeschön. Dass Sie uns eingeladen haben. Sie haben auch draußen noch die Broschüren für die Zeitgeschichte, die auch die Burgenische Volkshochschule durchführt. Ja, mein Name ist Herbert Brettl, ich komme aus Halbdorf im Nordburgenland und ich darf jetzt versuchen, alles, was der Gerhard schon angerissen hat, wieder von mir rauszusprechen. Ich werde es mal versuchen, ob es irgendwie geht. Wir machen das jetzt zum ersten Mal, das ist jetzt live. Und zwar, das Buch, wie gesagt, gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil ist also ein allgemeiner Teil über die Ansiedlung, über die Siedlung, allgemeinen Grundbesitz, Entschädigungen, Plattenbach, Fotografien und so weiter. Und der zweite Teil, hier gehen wir auf die einzelnen Siedlungen ein. Und die einzelnen Siedlungen, wie gesagt, wir haben 120 ungefähr eruiert, die über 10 Personen hatten. Und wir konnten 114 wirklich näher beleuchten. Wir haben das so gemacht, dass ich den Norden gemacht habe, der Dr. Baumgarten den Süden. Wir haben uns in Oberbullendorf Bezirk getroffen und haben uns ungefähr nördlich und südlich geteilt. Ja, je nach Quellenlage und Information haben wir dann gewählt, also auch Dokumente, was ist zur Verfügung, Fotos, Informationen, was ist da. Da haben wir die in zwei Seiten, manchmal vier oder war sogar auf 10 Seiten dargestellt. Wir machen hätten viel mehr machen können, aber es ist schon ein dickes Buch geworden und mehr war nicht mehr möglich. Wenn wir uns im Bezirk Oberbullendorf hier, also wenn wir die Karte ansehen, sehen wir die einzelnen Roma-Siedlungen, Punkte. Hier sehen Sie auch ganz deutlich, dass natürlich eine Konzentration im Oberwarter Bezirk ist, wo die meisten Siedlungen waren und auch die größten Siedlungen waren. Und wenn man den Oberbullendorfer Bezirk anschaut, haben wir 17 Gemeinden, die wir uns herausgenommen haben. Insgesamt 1936 haben wir 802 Personen, die damals gezählt wurden, weil die Zählweisen sind sehr unterschiedlich, aber ungefähr um die 800, das wird schon stimmen. Und bei den Gemeinden ist die Größe sehr unterschiedlich. Die größte Gemeinde war Langenthal mit rund 200 Personen, aber es gibt auch in Liebing oder in Großmutschen Siedlungen mit so 85 Personen, also das sind schon wichtige Sachen. Wichtig war uns auch die Verortung. Das heißt, wo sind diese Siedlungen, wo befinden sie sich? Wir haben dann eine historische Karte genommen aus den 30er Jahren, wo man sehen kann, okay, dort waren sie und das ist eher der Punkt, wo sie weiter außerhalb sind. Heute wäre das ja vielleicht schon wieder innerhalb der Gemeindengrenzen und zumeist sind sie weit draußen, aber das ist nicht immer der Fall. Ich habe jetzt zwei Beispiele genommen. In Großwarenstorf sind sie relativ in der Nähe, im Süden angesiedelt gewesen. In Ritzing beispielsweise auf der rechten Seite waren sie auch am Anfang am Dorfrand im Norden. Dann haben sie dort Häuserplätze vergeben, sie mussten weg und sind dann weit draußen, kamen in einen Graben, genannt das sandige Graben. Also das war relativ weit weg und sie hatten dann kaum Kontakt wirklich zu der Ortsbevölkerung. Und ein ganz anderes Beispiel ist beispielsweise Langenthal, wo sie einfach mitten drinnen waren und ebenso Landarbeiterhäuser bewohnt haben, wie auch andere Bewohner in Langenthal. Also es ist ganz unterschiedlich, wie man den Bezirk praktisch darstellen kann. Ja, wie gesagt, wie der Herr schon gesagt hat, es gibt vier Kapitel, das schaut ungefähr so aus. Es ist jetzt Markt St. Martin, am oberen Rand die Verortung, dann die Ansiedlung, wenn wir gehabt haben, ein Bild von, dann auch ein Bild von der Siedlung, dann haben wir die Zwischenkriegszeit natürlich,
Das ist, da haben wir auch hier Fotos, das sind auch Rumen-Fotos, die er war nämlich genauso in Polen auf dem Bezirk und auch in Mattersburg im Bezirk. Also weit ist er nicht gefahren scheinbar, weil nördlich haben wir nichts mehr, also du bist Mattersdorfer Gegend. Ja, und dann kommen eben noch die Nationalsozialismuszeit und der Nachkriegszeit und je nachdem nach Quellenlage muss da. Ja, zunächst einmal zu der Ansiedlung. Wie schon kurz erwähnt worden, werden im Süden die batjanischen Gebiete relativ früh mit der Ansiedlung begonnen haben, haben die esterhasischen Siedlungen eher später begonnen, weil die Esterhasis eher diese Gebiete in ihrer Ansiedlung verhindert haben. Das sieht man zum Beispiel sehr gut im Raum Mattersburg, wo die meisten Siedlungen erst nach Ende der Grundherrschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen. Also es gab schon teilweise welche dort, aber Siedlungen so nicht. Der Dr. Baumgart hat schon gesagt, es gibt diese Beschreibungen von diese Konskriptionslisten von Maria Theresia und Josephinischen im ausgehenden 18. Jahrhundert, wo eben Beruf, Alter und so weiter erwähnt wird, das will ich jetzt nicht noch, aber ich will ein paar Beispiele rausnehmen. So beispielsweise die Ortschaft Birn. So vermerkte man hier 1778 den Rom Franziskus Hegedüsch, der in Birn als Inwohner gegen eine Zahlung eines Zinses wohnte. Er war Schmied, wohnte in einem Haus in der Zeile, also drinnen, und war gekleidet nach Zigeunerart. Mit ihm lebten sein Sohn Martin, 28 Jahre alt, und seine 14-jährige Tochter Katharina. Seine jüngere, 9-jährige Tochter lebte zunächst bei einem Vormann, einem Müller in Weberstorf, und später dann bei anderen Zieleltern. Und das ist, wie gesagt, im Kontext zu sehen, wie dieser rigiden Assimilierungspolitik Maria Theresias, wo den Roma versucht wird, Tradition, Sprache, Identität und so weiter genommen zu werden. Wie gesagt, auch gleich ein weiteres Beispiel im benachbarten Deutsch-Kreuz, also Kiew und Deutsch-Kreuz waren damals noch getrennt, lebten zur selben Zeit der Peter Wörisch mit seinen Kindern Johannes, Paul, Barbara und Johann, aber die dreijährige Barbara war bei der Familie beim Dorfrichter und sie sollte praktisch nach christlicher Erziehung aufgewachsen. Ja, und so findet man sehr, sehr viele Eintragungen und Großwarastadt sollte nicht fehlen, wenn wir gerade hier sind. Da gibt es ebenfalls in der sogenannten Zigeunertranskription von 1775 den Musikus Josephus Odoschi, der hier registriert wird. Er lebt hier mit seiner Frau Christina und den 8 Söhnen und den 5 Töchtern in dem Haus. Und zwar steht er juxta linea, also außerhalb der Häuserzeile. Und 20 Jahre später gibt es wieder eine schöne Erzählung aus Großwarastadt. Da gibt es 3 Roma-Haushalte. Den Witwer Franz Horvath, der lebt in einem Söldnerhaus, war sesshaft und da steht drinnen, er ist sehr arbeitswillig. Seinen Lebensunterhalt verdient er mit Landarbeit und mit der Musik. Und der Landarbeiter und Musiker Adam Horvath lebte ebenfalls mit seiner Frau und 4 Kindern in einem Söldnerhaus und ist ebenfalls als sesshaft und arbeitswillig beschrieben. Und bei seinem Herrn wohnte der blinde Bettler Michael Horvath. Wie gesagt, und ähnliche Eintragungen finden wir auch aus Dörfern wie Neberstorf oder Kleinmarastorf und so weiter, wo später dann eigentlich keine Roma-Siedlung mehr gibt. Oder bei den Ossigradesee und Dutzburg war ebenfalls damals eine Roma-Familie. Interessant ist aber, dass das nicht immer so war. In Liebing, eine sehr große Siedlung, vermerkte man damals 19 Personen und da steht bewusst drauf, sie leben unterirdisch. Damit meint man in einem sogenannten Erdgrubenhaus der Putri, wie hier beispielsweise ein Bild aus den 20er Jahren aus Markt St. Martin. Und wie der Bert schon gesagt hat, es gibt dann die Regulationen aus dem 19. Jahrhundert, besonders aus dem Jahr 1873. Ich darf kurz nochmals Großwarastorf erwähnen, da leben damals 5 Roma-Familien, bestehend aus 15 Personen und von den 5 erwachsenen Männern waren 4 Landarbeiter und einer war Musiker. Ja? Und so kann man das jetzt eigentlich sehr gut variieren. Es ist interessant, in Markt St. Martin, da gab es eine große Ziegelgrube, da waren sie auch als Ziegelschläger tätig, oft waren sie Schmiede, Taglöhner, in Langenthal waren sie oft als Musiker beschrieben. Gut, dann zum zweiten Kapitel gleich, die Zwischenkriegszeit, vielleicht ein kurzes Wort noch zum Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg nahmen die Roma am Krieg teil, ganz normal, wie alle anderen auch. Es gibt auch Berichte beispielsweise aus Neudorf bei Landsee,
wo die Veteranen dann in der Zwischenkriegszeit ganz stolz am Verweichungszug immer mitmarschierten, das war eine Ausnahme, denn die Teilnahme im gesellschaftlichen Leben war eher nicht gegeben. Der Erste Weltkrieg ist aber eine große Zäsur für die Roma, da es die Grenzziehung durchschnitt, vielfach ihre privaten, gesellschaftlichen Beziehungen, aber auch natürlich auch wirtschaftliches war es eine Katastrophe. Und wir sehen dann im Laufe der Zwischenkriegszeit, wie schon vorher erwähnt wurde, dass die Roma eigentlich sehr stark anwachsen, die Roma-Bevölkerung immer mehr werden. Das hat einerseits damit zu tun, dass natürlich die Geburtenrate etwas höher war, aber auch vielfach, dass sehr viele arbeitslose Roma hier in diesem Bereich waren, viele in Niederösterreich auch tätig, jetzt durch die Wirtschaftskrisen auch zurückkamen und sich hier wieder ansiedelten, die vielleicht vorher gar nicht bei Roma gezählt wurden. Nehmen wir nur kleinen Mutschen her, da gab es 1920 39 Roma, 1936 waren es 63 und in Langenthal 1933, damals eine Gemeinde mit 331 Bewohnern, gab es 187 Roma, das sind mehr als 50%. Ja. Ich darf Ihnen kurz die Zählung zeigen aus 1926. Das sind die Siedlungen im Oberpullendorfer Bezirk. Steinberg zum Beispiel mit 2 Roma, das haben wir uns dann nicht vorgenommen, aber alle anderen haben uns dann schon versucht rauszunehmen. Wobei hier Girn noch, Girn ist noch eine eigene Gemeinde. Wir haben auch gefunden, vor kurzem erst, wie viele Roma gab es eigentlich insgesamt im Burgenland. Wir wissen von einer Zählung im März 1938, das ist ganz neu. Wir wissen ganz genau, dass 8.446 Roma hier im Burgenland lebten. Sie müssen sich vorstellen, in Summe lebten in Österreich zwischen 11.000 und 12.000, also die große Masse ist hier beheimatet. Ja, die Zwischenkriegszeit ist aber trotzdem eine Zeit der Stigmatisierung und Diskriminierung. Es gab zwar den verpflichtenden Schulbesuch schon, aber der wurde von der Mehrheitsbevölkerung eigentlich oft nicht gutiert. Das ist ein Bild von Markt St. Martin, wo einige Roma-Kinder zu sehen sind. Das ist oft aber nicht so einfach durchführbar gewesen. Einerseits, weil sie lange Wege hatten, im Winter große Probleme waren, aber auch, weil vielfach die Eltern der anderen Kinder es nicht haben wollten, und da wissen wir ja in Stegersberg und anderen, dass eigene Klassen oder eigene Schulen sogar gegründet wurden. In zahlreichen Gendarmerieberichten, die uns in der Zwischenkriegszeit zur Verfügung standen oder stehen, wird immer wieder die Kriminalität thematisiert, aber man darf nicht vergessen, dass strafbare Handlungen waren schon das notgedrungene Betteln zu dieser Zeit, das Vagabundieren, oder die Entnahme von dürrem Holz aus dem Wald, das ebenfalls schon als Einfahrung reichte. Und das hat dann wieder große Probleme in der Nachkriegszeit auch geführt. Diskriminierung war selbst nach dem Tode da. Ein Beispiel ist uns bekannt, das im Neudorf in Landsee, nämlich die Roma auf einem eigenen Platz am Rande im Friedhof begraben wurden. Und das sogar bis in die 50er Jahre. Es gibt aber auch die versucht teilweise sich zu assimilieren. Im Langenthal wissen wir, dass es eigentlich gut funktioniert hat. Wir haben einen Bericht gefunden von der Feuerwehr Langenthal und da sehen wir, dass genauso die Roma Mitglieder der Feuerwehr Langenthal war. Damals gab es noch keine, bevor sie den Niederstoff zugekommen sind, aber das ist interessant. Ja, die soziale Not, die haben wir schon kurz angesprochen, sie ist oft in der Behausung zu sehen. Ich darf Ihnen zwei Beispiele zeigen aus dem Bezirk Oberpullendorf. Am Anfang haben wir geglaubt, das Bild links oben mit dem Zelt, das ist eine Wanderfamilie, die hier da ist, die ist immer beschrieben als Neppenmarkt. Es ist keine Wanderfamilie, wir wissen ganz genau, dass sie tatsächlich in solchen Zelten im nördlichen Rand gelebt haben. Wir haben sogar ein Foto davon jetzt auch, ein sehr schönes Foto. Und ja, zumeist war es aber so, wie hier auf der rechten Rand, so in Neudorf bei Landsee, es waren eher so Lehmhütten, die hier eigentlich so der Standard vielleicht gewesen sind, Ausnahme wahrscheinlich Langenthal. Wir finden aber auch sehr positive Berichte, zum Beispiel in Großmutschen bezeichnet der Bezirkshauptmann in einem Bericht 1928, dass die Lebens- und Wohnverhältnisse in der Roma-Siedlung als der übrigen Bevölkerung gleichwertig anzusehen sind. Und vielleicht nochmal einen Bericht von Oberpullendorf, und zwar hier 1938. Eine erfreuliche Entwicklung war in jenen Gemeinden wahrzunehmen,
in welchen die Zigeuner nicht in geschlossenen Siedlungen, sondern zerstreut sesshaft sind. In diesen Gemeinden gehen die Zigeuner fast durchwegs einen geregelten Erwerb nach, kaufen aus ihren Ersparnissen Grundstücke an und bemühen sich auch, in ihrem Verhalten der übrigen Bevölkerung sich anzugleichen. Ja. Aber die soziale Not ist trotzdem zumeist gegeben, das sieht man auch sehr gut an der Kindersterblichkeit. In den 1920er Jahren liegt sie bei den Roma ungefähr bei 50%, das ist mehr als doppelt so hoch als bei der Mehrheitsbevölkerung. Und wie schon erwähnt, spielt dann immer wieder die Fürsorge eine Rolle. Dann haben wir eben diese hier haben wir aus Haschendorf eine, die Heimatrolle, wo eben der Ludwig Horvath mit seiner Frau Regina und mit den beiden Kindern praktisch verwerkt wird. Als Beruf steht dann meistens Zigeuner dabei. Und für diese armen burgenländischen Gemeinden ist natürlich dieses Fürsorgegesetz, dass die Gemeinden für die armen Menschen aufkommen müssen, natürlich eine katastrophale Situation, weil sie selber sehr finanziell schlecht dastehen. In manchen Gemeinden, ich weiß es von Gattendorf, werden 20% des Gemeindebudgets nur für die Fürsorge hergenommen. Und das, vielfach waren diese Leute, die das bekommen haben, Roma. Und das führt natürlich verstärkt zu Missmut oder zu Spannungen in der Bevölkerung. Und dieser Missmut und wird auch immer wieder von den Medien und von den Behörden und von der Politik weiter geschürt. Und er wird dann eigentlich immer radikaler. Und da haben wir, ich habe nur zwei Beispiele aus der burgenländischen Freiheit und aus der Arbeiterzeitung. Ich habe jetzt keine nationale Zeitung genommen, weil da steht es noch schlimmer da. Ja. Aber hier auch hier wird gewarnt von den Zigeunern, dass hier eine Überflutung sein könnte und dass die Majorisierung kommt und die Majorisierung, dass ganze Dörfer eingenommen werden könnten und so weiter und so fort. Und diese Forderungen, die manche Abgeordneten des Nationalrats auch fordern, werden dann nicht durchgesetzt, weil es eben durch die Verfassung nicht geht, aber die Nationalsozialisten werden diese Forderungen dann durchsetzen und damit bin ich auch schon beim dritten Kapitel und hier informieren wir auch, wie praktisch die ersten Maßnahmen durchgeführt werden nach der Machtübernahme, wie heißt die Berufs- oder die Schulverbote. Langenthal, nochmals, es gab im Schuljahr 1937, 38, 94 Schüler. In Langenthal. Nur ein Jahr später, 38, 39, gibt es 48 Schüler. Also die Schülerzahl hat sich halbiert und angeblich soll der örtliche Lehrer anfangs sogar noch einen privaten Nachmittagsunterricht für die ausgeschlossenen Roma durchgeführt haben. Was wir dann auch beschreiben, sind natürlich die ersten Deportationen, die bereits 38, 39 durchgeführt werden. Da haben wir sehr interessante Quellen gefunden. Ich darf vielleicht einen Brief vorlesen, auch von Alexander Hodoschi aus Liebing. Er sagt: Liebe Tante, ich muss dir mitteilen, dass ich mich hier in Buchenwald befinde. Ich bin soweit gesund und munter, was ich dasselbe von dir hoffe. Liebe Tante, gebe bitte meinem Vater Bescheid, dass ich noch am Leben bin. Liebe Tante, es tut mir sehr leid, dass ich euch nicht eher Nachricht geben konnte, wie es mir geht. Macht euch bitte keine Sorgen, denn es geht mir sehr gut. Hoffentlich seid ihr alle gesund. Was ich auch von mir schreiben kann, auf ein baldiges Wiedersehen, es grüßt euch euer Sohn Alexander, bitte antwortet. Dieses baldige Wiedersehen wird es nicht geben und das Gut geht es auch nicht. Wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist, aber auf jeden Fall wird er 1945 bei Alexander Hodoschi für tot erklärt. Und wir haben bewusst in unseren Aufzählungen versucht, nicht nur einfach eine Zahl hinzuschreiben, wer nicht überlebt hat, sondern wir haben versucht auch die Opfer zu benennen, sobald es geht. Wir haben bewusst in jeder Ortschaft geschrieben, wer ist umgekommen, wo ist er umgekommen oder vielleicht welche Zwangsarbeit er leisten musste, wo er vielleicht überlebt hat oder nicht. Wir haben bewusst die Namen genannt. Oft sind sie selber, weil sie haben jetzt einen Namen. Und dieses Foto ist auch etwas ganz Neues, das wir gefunden haben. Das sind Häftlinge aus Buchenwald und diese Häftlinge aus Buchenwald haben eine Nummer und ein Kollege aus Deutschland hat festgestellt, die Buchenwalder konnten mit diesen Nummern nichts anfangen, er hat festgestellt, das sind die Dachauer, die praktisch 39 überstellt wurden nach Buchenwald und da kann man die Nummer nennen und dann ist eben der erste, also der zweite, drei, der erste mit der Nummer 34.003 ist der Paul Barney, der 1917 in Steingraben geboren wurde, aber leider Gottes 1940 in Buchenwald auch verstarb. Also das war uns schon ganz wichtig und da finden Sie auch manchmal lange Listen von den Ortschaften, wir haben es versucht zu benennen, soweit es ging.
Ein weiteres wichtiges Kapitel ist natürlich für den Oberboden der Fürstzeit noch wichtiger, das Lager Lackenbach. Sie sehen es hier an der Flugbildaufnahme hinter dem Bereich, den alten esterhazischen Meierhof, der vor 80 Jahren hier errichtet wurde. Es gibt am Anfang ein ausführliches Kapitel von Dr. Baumgart über das Lager. Es ist auch interessant, ich habe festgestellt, dass die Deportationen nach Lackenbach hier in diesem Raum die ersten waren. Wahrscheinlich sind diese Roma auch zur Errichtung oder zum Aufbau des Lagers herangezogen worden. Und ich weiß auch, dass die Bevölkerung es mit aufbauen musste, einerseits mit Materialien gebracht, andererseits mit Lebensmittelrechnungen. Wir haben auch manchmal festgestellt, durch Zeitzeugenaussagen gleich nach dem Krieg, dass sie gesagt haben, wir mussten auch Roma hinbringen mit den Pferdewagen und so weiter. Also dass die Bevölkerung hat das hier mitgelebt. Heute gibt es den Meierhof ja nicht mehr. Da Ecke hier, man sieht auch sehr gut auf der rechten Seite den jüdischen Friedhof und auch da, ja, die Straße führt ja auch nach Kritzing raus. Und links hier bei der Abbiege, dort wo das Abbiege ist, das ist jetzt das Roma-Denkmal. Wir haben auch ein Bild, ein bekanntes Bild, wo man die Einweisungen der Roma-Gruppe sieht und wir sehen vorne im Vordergrund einen Wiener Polizisten, denn es unterstand der Wiener Polizei. Und dann haben wir versucht, ich darf es mal vorlesen, Weberstraff. Unter den Eingewiesenen ist beispielsweise die Margarete Papay, geboren bla bla bla. Sie ist vom Oktober 1940, also Oktober 1940, gleich nach der Gründung eingewiesen worden und war dort bis Mai 1945. Sie hat überlebt, weil sie als Zwangsarbeiterin bei Bachregulierungsarbeiten und Straßenbauarbeiten eingesetzt wurde. Aber wir wissen auch beispielsweise, dass in Lager Lackenbach 4 Roma aus Weppersdorf umgekommen sind. Wir haben dann die Namen genannt. Fast alle sind bei der Flecktyphus-Epidemie im Winter 1941-42 gestorben. Es gibt aber auch oft offene Fragen oder vielfach diskutierte Fragen. Und wir haben uns oft auch selber nicht einen Reim machen können. Es ist oft, wer ist eigentlich ein Roma? Wer hat das Roma eigentlich noch definiert? Wer wird gesucht oder nicht, auch wenn sie in Ort leben und nicht irgendwo bei einem Bauern. Und da haben wir beispielsweise den Peter Budian, der aus Mark St. Martin kommt. Der wurde 1939 in Jena zum Militärdienst einberufen und hat diesen auch in Deutschland in Kassel abgelegt. Und im Zuge seines Osterurlaubes 1941 kommt er nach Mark St. Martin zurück und findet seine Familie nicht. Die sind schon im Lager Lackenbach. Er protestiert dagegen. Es hilft nichts, er muss dann wieder einrücken. Bei seinem nächsten Besuch im Juni 1941 wird er dann sofort verhaftet und ins Lager gebracht. Und er trifft dann seine Frau und seine Kinder wieder und er kann Gott sei Dank überleben. Seine Frau kam aus Neutalen. Und die ganze Familie wird nämlich im Dezember 1941 nach Grumbach bei Kirchstraub gebracht und ist dann praktisch in einem Sägewerk als Zwangsarbeiter zugeteilt, aber sie können praktisch überleben. Ich will aber auch was Positives zum Bezirk Oberpullendorf sagen, und zwar den Herrn, kennen Sie vielleicht, den Baron Rohonzi, der aus Mitterpullendorf stammt, der hier ein kleines Gut hatte. Und dieses Gut war kriegswichtig, weil er das Krankenhaus Oberpullendorf mit Milch versorgte aus seinem Gut. Und deswegen wurde ihm auch Arbeitskräfte zugeteilt, und die konnte er sich aus Lackenbach holen. Er hat sich dann oft mehr geholt, als er gebraucht hat, weil ihn die Leute einfach leid getan haben und wahrscheinlich, weil er auch die Musik sehr geliebt hat. Und wenn er sie dann eigentlich abgeben hätte sollen, weil vielleicht die Arbeit so nicht mehr war, er musste ja noch für bezahlen, also er hat sie nicht umsonst bekommen, dann hat er oft weggesehen und sie konnten dann über die ungarische Grenze einfach fliehen. Wir haben hier so einen kleinen österreichisch-burgundischen Oskar Schindler, kann man auch sagen. Aber ähnliche Berufsberichte werden den Grafen Nitzki im benachbarten Nebelsdorf zugesprochen. Da gibt es auch ein paar Zeitzeugenberichte. Ja, und Zeitzeugen, da ganz kurz das Kapitel Zeitzeugen, da haben oft gehört, wo war die Roma-Siedlung? Und dann, oder wo war sie, oder wie war das? Und dann haben sie gesagt, wir waren einfach weg. Und deswegen haben wir auch diesen Titel genommen, einfach weg. Ein wichtiges Kapitel war aber auch für uns die Zeit nach 1945. Wir können davon ausgehen, dass ungefähr 600 Roma ins Burgenland zurückkehrten. Ich gehe jetzt nochmal zu den Herrn Budian zurück aus Mark St. Martin. Der kommt dann praktisch mit seiner Familie zurück. Die Hütte ist bereits kurz nach seiner Deportation zerstört worden. Die Gemeinde muss ihm jetzt eine
muss ihn jetzt runterbringen, der kommt zunächst in der Badgasse und später kann er dann wieder ein kleines Haus am Mühlweg, wo er schon vorher gelebt hat, in der Zwischenkriegszeit, wenn er draußen ein neues Haus errichten. Sie bleiben aber meistens nicht hier, sondern sie sind oft nur eine Familie, die zurückkommt und die anderen sind nicht, haben nicht überlebt und sie gehen dann oft in Siedlungen wie Langenthal oder Liebing, wo schon mehr sind, damit sie wieder unter ihren Seiten sind. Ja? Ich darf Ihnen ein Bild zeigen, das wir erst vor kurzem bekommen haben aus Mörwisch. Es gibt kaum Bilder von den Roma-Hütten, Häusern, die jetzt praktisch nach ist. Es hat sich nichts geändert für die Rückkehrer eigentlich. Die wenigen Überlebenden, es gibt kaum Arbeitsmöglichkeiten, das soziale Elend, Not, Ausgrenzung ist weiter so. Ein Beispiel vom Arbeitsamt 1963 in Eisenstadt über eine Romni aus Dieren, Deutsch-Kreuz damals schon, ja. Da steht, im Juli war sie circa 3 Wochen bei der Firma Felix Austria als Kulturarbeiterin beschäftigt. Seit diesem Zeitpunkt, seitdem ist sie arbeitslos. Da es sich bei der Obergenannten um eine Zigeunerin handelt, war es nicht möglich, sie auf einem geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Also die Situation hat sich ziemlich geändert und auch die schulische Diskriminierung war gleich geblieben. Bericht aus Großwarastorf. Für mich als kleinen Buben war es eine Katastrophe. Ich musste von der ersten bis zur letzten Klasse im letzten Bangerl sitzen, weil ich ein Zigeunerkind war. Ich habe mich oft sehr einsam gefühlt. Ja, wie gesagt, die soziale Not kommt dann in vielen Bereichen noch vor. Und das Letzte, was wir uns sehr genau angeschaut haben, war, wie geht es Ihnen mit Entschädigungen, mit Opferfürsorgeanträgen, mit Hilfestellungen? Und da waren sehr, sehr die Bürgermeister verantwortlich. Welchen Bericht geben die einzelnen Bürgermeister ab? Das haben wir sehr gut gefunden. Bekommen Sie dann eine kleine Unterstützung oder nicht? Die Anerkennung als NS-Opfer war für die Lackenbacher beispielsweise lange ein Problem, weil Lackenbach nicht als KZ angesehen war. Ich darf Ihnen einen kurzen Brief von der Malvine Hodoschi aus Liebing noch vorlesen. Ich, Theresia Hodoschi, von der Theresia Hodoschi über Liebing. Ich, Theresia Hodoschi, geboren am 10.11.1933 in Liebing. Ich wurde schon als Kind mit 8 Jahren in das Lager Lackenbach, somit mit meinen Eltern gebracht und wurde festgehalten bis zur Befreiung der Roten Armee. Mir wurde mein ganzes Leben damit zerstört und nicht nur, sondern durch die Verfolgung der Zigeunerkinder, sondern sie haben uns unsere Schulbildung beraubt. Und somit sind wir fast alle Analphabeten und können uns keine Existenz gründen. Also diese Geschichten waren uns auch wichtig, die drinnen sind. Und das ganz letzte Kapitel, wenn es möglich war, war das Gedenken, Erinnern, das leider Gottes ja erst in 17 Orten im Burgenland stattgefunden hat, von 120, wo sie waren. Natürlich gibt es das zentrale Roma-Denkmal in Lackenbach, das es schon seit den 80er Jahren gibt, aber im Bezirk Oberbullendorf gibt es erst 2 Zeichen. Das eine ist voriges Jahr gegründet worden, Sie sehen es hier in Ritzing 2019 und heuer in Oberbullendorf 2020. Ich glaube, auch in Großwarastorf ist man dran, etwas zu machen und das finden wir sehr gut und wir hoffen, da gehört nicht, dass wir bald zu irgendeiner Einweihung wieder eingeladen werden. Ich danke Ihnen. Ist erwähnt im Buch. Aber danke für die Anmerkung. Aber wir haben ihn erwähnt. Das war dem Ritter Heinz im Auge. Ja. Genet, bitte. Die Fotos sammeln von Roma. Wo ist die her? Wo ist auch die Quelle von? Also die Geschichte ist folgende. Der Herr Roma, der ein sehr guter Hobbyfotograf war,
flieht 1938, da er nach den Rassegesetzen als Halbjude gilt, nach Jugoslawien mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin und dann späteren Frau, die wahrscheinlich auch einen Teil der Fotos gemacht hat. Er überlebt und stirbt aber an Krebs im Jahre 1955 in Zagreb. Seine Frau zieht dann zuerst noch in die Schweiz und Liechtenstein und lässt sich schlussendlich in Kitzbühel nieder. Es gibt keine Kinder, die Verwandten von Herrn Ruhmann werden nach ihrem Tod sozusagen die gesamte Habe oder die Einrichtung des Hauses sozusagen mitnehmen. Das Haus selbst vererbt sie ihrer Haushälterin und die Tochter der Haushälterin heiratet einen Zeichenlehrer. Und vor, sage ich mal, mindestens 10 Jahren habe ich auf einem Roma-Ball in Wien, ist mir gegenüber eine Frau gesessen und wir haben uns so unterhalten, was wir machen. Und dann hat sich gesagt, mein Bruder in Tirol, der hat ganz viele Fotos von Roma aus dem Burgenland. Ja? Ich habe gesagt, aha, interessant. Und sie hat gesagt, ja, er kommt eh, in 3 Wochen kommt er eh. Und so gehen, naja, soll was mitnehmen und dann schauen wir sich das an. Und dann ist er gekommen und hat so ein Album gebracht und ich war ganz fasziniert. Und ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, wer der Herr Ruhmann ist. Und habe gesagt, Wahnsinn, da sind 80 Fotos, da machen wir, können wir Ausstellung machen. Ich habe gesagt, 80 Fotos, 80 Fotos. Ich habe ja 12 Alben. Ja. Also es gibt 830 Fotos von Roma aus dem Burgenland beim Herrn Ruhmann. Er ist auch deswegen interessant, weil er hat neben den Roma ein zweites Thema gehabt und das ist sozusagen die High Society von Graz. Herr Ruhmann war mit seinen beiden Brüdern, das waren die größten Papierindustriellen der Zwischenkriegszeit, die dann an die ganzen Papiermühlen in Österreich gehört oder ein Großteil, die haben alle gelernt. Also von den politischen Eliten der Zwischenkriegszeit bis hin zu den Künstlern und Schriftstellern, die waren sehr kunstsinnig auch. Und das gibt es auch alles. Und ich habe dann diesen Christian Plattner, der uns auch Fotos zur Verfügung gestellt hat, der auch sehr interessiert ist und der sicher auch einmal kommen will, also kommen will ins Burgenland und auch kommen wird, haben wir dann gesagt, also das ist ganz schwierig, diese Fotos sozusagen wirklich gut aufzubewahren. Ich sage, warum gibst du sie nicht irgendwo hin in einem Museum? Und sie sind gelandet, dort wo sie hingehen, eigentlich im Steiermärkischen Landesarchiv, wo es heuer hätte zu Ruhmann als Person und Fotograf eine Ausstellung geben sollen. Die hat natürlich nicht stattgefunden. Es wird sie aber nächstes Jahr geben. Ja. Ich darf auch noch kurz was dazu sagen. Ich darf auch noch kurz was dazu sagen zu Bildern. Ich habe die nicht gezeigt, wir haben auch eine zweite Quelle und ganz neue Bilder gefunden, und zwar von Hugo Bernatzik. Hugo Bernatzik war ein Völkerkunder, der viele Reisen unternommen hat nach Asien, nach Afrika, viele Bücher auch geschrieben hat, ein sehr anerkannter Völkerkunder. Und wenn er kein Geld hatte, zum Wegzufahren, dann ist er einfach zum Neusiedlersee gefahren, hat sehr viele Tierfotos gemacht und sehr viele Roma-Fotos und hat die dann verarbeitet. Und wir haben deswegen keine gezeigt, weil die eher sind eben rund um den Neusiedlersee, also besonders da am westlichen Ufer zwischen Leitergebirge und Neusiedlersee, also der Strecke zwischen Jois und Trausdorf hat er sehr viele Fotos gemacht. Auch die haben wir drinnen, das war ganz zufällig, ich habe einfach ein Buch gefunden von dem Bernatzik, die Vögel am Neusiedlersee, also heißt es. Die Vögel am Neusiedlersee mit Blaudrücken und da haben wir die 2 Roma-Bilder. Dann haben wir das mit dem nachgegangen, seine Tochter lebt noch. Das war eine ältere Dame, die war ganz begeistert, hat sie nicht gefunden. Die Bilder, und dann hat man festgestellt, ah, die sind in einer Sammlung in Wien und sind wir dorthin gegangen. Und dann habe ich auch, glaube ich, 20 bis 30 oder 40 Fotos begonnen. Sie hat sicher viel mehr, die hat sich mehr gefunden. Aber vielleicht finden Sie es jetzt, ich habe ihr ein Buch geschickt und jetzt ist sie hoffentlich motiviert weiterzusuchen. Also, ja, das ist sind auch sehr qualitativ hochwertige Fotos, weil sie gute Fotografen waren. Jetzt muss der Herbert noch erzählen, woher das Titelfoto stammt. Ah, ja, das Titelfoto ist eine ganz besondere Geschichte. Das haben wir es doch. Was ist das? Sie sehen es wieder. Und zwar ist das eine, in der Chronik von Jois gibt es dieses Foto über die Roma. Die Chronik von Jois hat der Franz Hillinger geschrieben, das ist der Pfarrer gewesen dort.
Jetzt ist ja schon eine Pension und ich frage ihn, wo ist das her? Dann sagt man, das war 4x5 groß, nicht größer. So, na super, wie gesagt, das können wir gar nicht brauchen. Dann sagt er, naja, ich muss noch nachschauen, ich glaube, ich habe noch eine Adresse, wo ich das Bild habe. Naja, das ist im Allgäu, in Deutschland, hat er das Bild bekommen, weil eine ältere Dame gelesen hat von ihrem Neffen, oder von ihrem Cousin, okay, das ist das Bild aus Jois, und hat es einfach nach Jois geschickt, und die Gemeinde hat es dann Herrn Hilger gegeben, mit der Chronik gemacht, und da drin ist sie drinnen gewesen. Ja, ich habe dann herumtelefoniert und so weiter, die Dame war damals schon im Altersheim, jetzt ist sie verstorben, das leider nicht mehr mitbekommen, aber ich habe dann durch vielen Telefonaten dann festgestellt, dass es einen Neffen gibt und der Neffe hat gesagt, ich suche das aus, das Original, ich kenne das ganz groß ein und sie kriegen das von mir. Und was ist das? Das ist ein Wehrmachtssoldat, der in Jois eigentlich stationiert war, die in Kaisersteinbruch, ein Truppenübungsplatz praktisch hier eigentlich nur Übungen gemacht hat und die sind natürlich von Kaisersteinbruch dann auch in Jois spaziert und haben natürlich Roma getroffen und haben natürlich einige Fotos, wir haben 3 oder 4 oder 5 Fotos das gefunden von dieser Welt und dieser Herr ist gerade bei ihr gewesen, weil er sich das die Zukunft voraussagen hat lassen und das in dem Alpen, Sie sehen es auch im Buch drinnen, steht drinnen bei den Zigeunern, dann sind die 3, 4 Bilder drinnen und da steht drinnen eine reiche Frau, 3 Kinder und viel Gesundheit. Das hat sie vor 80 Jahren. Er ist ein Jahr später im Ostfeldzug gefallen. So, das hat nicht gestimmt, also Wahrsagen war es nicht. Und wir hätten, das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte, wir hätten wahrscheinlich auch die Frau analysieren können, die Dame. Ich habe eine Woche bevor wir in den Druck gegangen sind, hat mich eine Dame angerufen aus Wien, eine Lehrerin, und sagt, das ist meine Oma. Na, bitte, wie machen wir das? Wieso? Schickt man dann ein Foto von Hochzeitsfoto aus den 30er Jahren, das ist sie ganz sicher. Und sie hat die Geschichte schon vorgeteilt, die hat Lackenbach überlebt und so weiter und so fort. Und sie sagt, ja, es passt wunderbar. Das stimmt auch ganz genau. Aber der Vater, der Sohn praktisch von ihr, hat gesagt, nein, es wird nicht veröffentlicht, ich will nicht als Roma stigmatisiert werden. Ja, muss man auch anerkennen, obwohl er als Steuerberater tätig ist und eigentlich sehr schöne Karriere gemacht hat. Aber wäre natürlich eine schöne Abrundung gewesen in dieser Geschichte mit dem Hochzeitsfoto noch und so weiter. Aber das kommt in der nächsten Aufgabe. So, jetzt erzählt, geht es? Auch noch eine kurze Geschichte, weil es bezeichnend ist. Also als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da war man hat man sich sehr schnell, sehr leicht unbeliebt gemacht. Ja. Man muss heute wirklich dazu sagen, dass sich im Burgenland generell die Stimmung zu diesem Thema sehr, sehr gewandelt hat. Ja. Und ich sage nur ein Beispiel dazu, wir haben in ganz vielen Ortschaften, wir haben zum Beispiel aus Eigeninitiative bekommen vom Bezirksgendarmeriekommando Jennersdorf, ja, die haben sich gemeldet und haben gesagt, bei uns sind da im Büro aufgetaucht Kopien von Aufnahmen aus dem Jahre 1926. Ja. Das sind nachweislich Fotos, die Gendarmeriebeamte zumindest 26 oder früher gemacht haben. Etliche davon liegen auch in Burgenland im Landesarchiv, sind aber einer anderen Ortschaft zugeordnet, wobei allerdings, glaube ich, die Originalzuordnung auf diesen Blättern, weil da gibt es ganze Blätter zu verschiedenen Ortschaften, sozusagen die Originalquelle ist. Ja. Aber alleine die Tatsache, dass man hergeht und aus eigener Initiative, und das ist kein Einzelfall, mit uns Kontakt aufnimmt und sagt, bitte, wir haben da was daran, da haben wir noch das. Also je bekannter das Projekt geworden ist, leider auch je näher wir dem Publikationsdatum gekommen sind, umso mehr, ja, haben wir ein Material bekommen und es kommt jetzt noch immer raus. Jetzt müssen wir zuerst die erste Auflage verkaufen, dann wird es vielleicht, dann kann man wieder was einarbeiten, aber es gibt wirklich noch ganz, ganz viel und das Interesse ist sehr groß. Es ist auch so, in einer Ortschaft, jetzt fällt es mir nicht ein, Guckmirn,
Und gut, wir haben ja nicht gewusst, genau wo die Roma Sievert war. Und ein paar Anrufe in der Gemeinde, aber auch privat, aber auch in der Gemeinde, also jeder Bürgermeister, jeder Amtmann, bis hin zu Gemeindearbeitern, die sind da herumgeschwirrt. Und wer weiß das noch und was weiß ich was. Und dann plötzlich der Anruf, jetzt haben wir es gefunden, da steht sogar noch ein Haus. Ja? Und das hat wirklich für mich ganz erstaunlich, und dann sind auf einmal Fotos gekommen von dieser Ruine, die auf einem total verhöhnten Gemeindegrundstück im Süden von Kukmirn steht. Ja? Und das ist eines der letzten sozusagen Häuser dieser Roma-Siedlung, die der Herr Roman fotografiert hat, wo wir ein relativ gutes Foto haben. Ja? Und in Altbodis hat dann ein Besitzer einen inzwischen als Schafstall genutztes Gebäude geopfert und hat gesagt, ja, und das haben wir dann später dazu gekauft und das war eigentlich die Zigeunerschule. Also das Dach ist neu, aber das Haus, das steht noch und. Ja. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, dass hier ein großer Wandel eigentlich stattgefunden hat. So, ich darf auch eine kurze Geschichte sagen von Oberhulda erzählt. Ich war in Deutschkreuz wegen Gieren und habe dann begonnen, im Archiv rumzuwühlen und nicht alles zur Verfügung gestellt worden, war kein Problem. Habe auch die Heimatrollen gefunden, habe dann wirklich schauen können, wer ist zurückgekommen, wer nicht und so weiter. Und dann sage ich zu der Dame, die gesessen ist, also ein bisschen daneben gesessen ist, habe ich gesagt, Foto, wir haben keine Fotos aus Gieren. Na warten Sie nur, finden in Ihrem Buch da. Nein, ja, komm mal, und hin und her und hoch und ich sage, wenn er doch gewesen sein, ist er in die Schule gegangen. Was denn? Aber bei der Musi sind sie gewesen. Warte, ich habe ein Bild von der Musi. Ah ja, da vorne ist ja einer. Also, hat sie gleich gegeben. Das Beste ist, die Dame hört das und sagt: Na, warte mal. So wie sie das schreit, warte mal. Meine Mutter, ich rufe meine Mutter, und hat angerufen: Mama, hat ein Bild von den Zigeunern. Und die Mutter sagt, ja, ich bin hier mit einer gefilmt worden, dann komme ich angegangen, ich war in der Schulklasse. Da warte Mama vorhin, da war die Mittagspause, warte, ich war in der Mittagspause. Ich warte eine halbe Stunde, bis Mittagspause ist, ist inzwischen hingefahren, hat man ein Bild gebraucht. Das war was. Oder hat man es dann direkt geheim kennt in der Scheidungsphase. Also das ist dann toll, also wenn man da so bedient wird, wird man schon schön. Bitte, Herr Rache. Persönliche Erlebnis, nur zwei Dinge, Stichwort Schule, Mitte der 50er Jahre, bin ich mit Zigeunern in die Schule gegangen, ein Teil, bitte? In St. Kathrin. Okay. Ein Teil ist ganz normal und darauf vielleicht mit mir gegangen, die heute noch ihren Weg gemacht haben, und ein Teil ist eben die Viertel bis zur Hälfte des Schuljahres nicht in die Schule gekommen. Die Gründe weiß ich bis heute nicht, ist nichts geworden. Das zweite persönliche Erlebnis, Ende der 60er Jahre, arbeite ich mit meinem Vater in Oberwart bei der Umfahrung. Wenn man jetzt von Oberwart Richtung Bernstaufe fährt, die haben wir dann gemacht. Unter anderem hatten wir ein Zigeuner gearbeitet aus Unterwart, ein Eisbieger. Und eines Tages lädt er uns beide, mich und meinen Vater, ein durch Unterwart. Und bevor wir in das Haus hineingehen, sagt er, bitte, das zieht so eure Schuhe hoch, weil ich gehöre nicht zu den Zigeunern von Oberwart der Siedlung. Wir dürfen Kassen, wissen Sie das noch? Mhm. Scharke ist wahrscheinlich. Ja. Bitte. Sie zwei waren die Ersten, die sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben. Und zwar Roma im Burgenland. Gibt es Ihres Wissens nach auch Roma im Burgenland oder in Wien oder in Salzburg, die sich mit dem Thema Roma im Burgenland wissenschaftlich beschäftigen? Also Roma, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen? Ja. Ja, natürlich. Ja. Also es wurde was publiziert oder? Ja, also ich glaube, die erste Angehörige der Minderheit, die, wenn ich das jetzt richtig so sehe, ist wahrscheinlich die Frau Dr. Karin Berger, die einen Hintergrund hat in einer Sinti-Familie. Das war die Frau, die ihre entfernte Verwandte Jaya Stolker dazu angeregt hat, auch das Buch Beleben im Verborgenen in den 80er Jahren zu machen. Ja? Und die selber auch dazu publiziert hat. Die nächste, glaube ich, wäre dann die Miriam Karoli, die aus einer Familie in Mörrisch stammt, die in den
naja, auch in den 80er Jahren schon studiert hat. In den 80er, Anfang, natürlich in den 90er Jahren studiert hat, die eine internationale Karriere gemacht hat, die war bei der OSZE als Vertreterin Österreichs und auch die Chefin des Roma Observation Points viele Jahre lang. Die fallen mir jetzt so ex-Ermelo ein, ja, als zwei österreichische Akademiker aus dem Zusammenhang. Es gibt sie natürlich, also in Salzburg fällt mir jetzt niemand ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es gibt noch in Linz eine Dame, von der ich weiß, dass sie einen Hochschulabschluss gemacht hat. Ja. Schon auch. Ja. Also, ja. Die Roma ist eine Einschätzung auch noch über ganz Europa verteilt. Flüge was jetzt näher aus dem Rücken der Welt schon. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sind die überhaupt, wie ist diese Flickel wirklich entstanden? Ist das so ein Klischee auf das fahrende Volk, das halt dann angesiedelt wurde? Oder sind die angesiedelt worden, wie die Leute in Roma für Burgen haben geraten? Wie sind die daherkommen? Von wo sind die daher? Jetzt kurz antworten. Okay, ganz kurz. Einfache Frage, einfache Antwort. Also, stammen laut Sprachwissenschaftler aus dem zentralen Nordindien, erreichen Europa vor ziemlich genau 1000 Jahren im Byzantinischen Reich. Die erste Welle dürfte mit den Kreuzfahrern, mit den zurück aus dem Heiligen Land zurückkommenden Kreuzfahrern, ja, im 14., 15. Jahrhundert mitkommen. Und die werden später sich, die nördlich der Alpen gelangen, werden sich später Sinti nennen. Es gibt ja immer diese Bezeichnung Roma und Sinti. Ja. Was der Name bedeutet, wissen wir nicht. Er ist erst seit dem 19. Jahrhundert eigentlich. Späten 18., frühen 19. Jahrhundert belegt. Und eine zweite große Zuwanderung findet dann im Rahmen der Türkenkriege statt, wo in den türkischen Heeren sehr viele Roma waren. Es waren auch in der Frühneuzeit schon sehr viele Sinti, das wissen wir, als Soldaten und wahrscheinlich als Waffenschmiede tätig, weil, das ist eine Vermutung, sage ich, weil die Technik der Feuerwaffen eigentlich im Wesentlichen aus dem Osten nach Westen wandert. Ja? Also aus China und Persien etc. Und die Waffenschmiedekunst, und das dürfte eine ihrer Rollen gewesen sein, Waffenschmiede in den osmanischen Heeren. Und die werden später dann werden sie auch hier überall angesiedelt. Die Batyanis haben die sich ja gut brauchen können in den Türkenkrieg. Ja? Also, sie müssen schon etwas gebracht haben. Und auch diese Schmiedekunst, die sie da, also die Schmiedearbeit, die sie geliefert haben, war in der Zeit, wo sie angesiedelt werden, nicht unwesentlich. Nach den Türkenkriegen waren viele Gegenden verwüstet, die mussten von den Bauern bearbeitet werden und die Bauern brauchen, wenn es geht, einen Schmied. Ja? Und das ist was? Oder Bergbau. Ja, oder im Bergbau. Im Burgenland. Bergbau ist Lagerschmiede für Klampfen und so weiter. Ja, das war das ganz Typische. Im Bergbau für den Stollenbau, da braucht man ganz viel so Eisensorten und das haben die gemacht. Genau, danke. Ja. Bitte schön. Eine Frage zu, also in meiner Jugend wurde es immer erzählt, die Zigeuner, das ist ein fahrendes Volk. Also kommend Zirkus und so weiter wurde das in Verbindung gebracht. Ich bin jetzt nicht auf dem Burgenland. Ja, ja. Ich habe das nur immer mitgekriegt in meiner Jugend, dass alle das erzählt haben. Welche Grundlagen hat das? Hat das welche? Ist das keine Propaganda? Ist das, also das die saisonale Wanderungen? Saisonale Wanderungen hat es sehr wohl gegeben, denn die Waren, die in den Wintermonaten hergestellt worden sind, so ob es jetzt Besen, Leitern oder andere Möbelstücke aus Stroh und so weiter sind, die wurden natürlich dann in den Sommermonaten auf bestimmten Wegen, die sie eigentlich immer abgegangen sind, oder als Kesselflicker oder Scherenschleifer hat man sich natürlich bewegt und musste natürlich, die Bauern haben oft gewartet, wann kommt das jetzt, dass man den Kessel auch jetzt flicken kann und so weiter, die haben saisonale Wanderungen, gab es sehr wohl. Es gab aber, wie gesagt, in
20. Jahrhundert war der Großteil bereits sesshaft, ganz sesshaft, mit einer kleinen Ausnahme, und zwar die Gruppe der Lovara, die im späten 19. Jahrhundert über Rumänien, der Slowakei ins Nordburgenland gekommen sind und sich eher mit dem Pferdehandel beschäftigt haben und sich auch hier in bestimmte Siedlungen auch immer aufgehalten haben, aber zumeist vielleicht nur im Winter, aber sonst sind sie mit ihren Pferden gewandert von einem Markt zum anderen und haben oder in einem Dorf zum anderen und haben hier Pferdehandel betrieben. Das wäre natürlich lokal nicht möglich gewesen. Das ist natürlich eine Wandertätigkeit gewesen. Aber im Prinzip, das haben wir auch in den 50er und 60er Jahren die noch gegeben, dass Teppiche und so weiter da alt waren und so weiter, hier Leute herumgezogen sind wahrscheinlich und hier gehandelt haben. Also das waren Händler, fahrende Wanderhändler und so weiter, die es natürlich auch in einer anderen Branche gegeben hat. Vielleicht ergänzend dazu, was der Herbert schon gesagt hat, also wir haben diese sesshaften Roma und es gibt dann eben in Rumänien in den 1880er Jahren eine Art Befreiung aus einer Art Zinsknechtschaft. Und da gibt es eben diese Wanderung der großen Lovara-Familien. Und das Witzige ist, die werden dann fotografiert. Das ist genau die Zeit, wo die Fotografie populär wird. Ja? Und wo ich habe gesagt, dieses romantische Bild. Ja? Und da werden plötzlich diese ziehenden, wirklich wandernden Roma-Familien werden fotografiert und das Bild einer kleinen Minderheit, ja, der Roma-Bevölkerung wird aber zur Standarddarstellung für das 20. Jahrhundert. Ja. Ist aber überhaupt nicht repräsentativ, das muss man so dazu sagen. Ja. Also das spielt auch noch eine gewisse Rolle und die wandern weit, die wandern also auch hinein bis nach Frankreich etc. Wir dürfen eines aber nicht vergessen, mobile Bevölkerung ist noch in der Zwischenkriegszeit in ganz Europa überhaupt ein sehr verbreitetes Phänomen. Das ist nicht auf die Roma beschränkt. Also schauen Sie mal in die Schweiz, die sogenannten Jänischen, ja, oder in Tirol gibt es die auch. Ja, das ist verarmte Bergbevölkerung de facto. Ja. Die leben nicht so wesentlich anders. Ja. Die burgenländischen Hühnerfrauen, die dann wieder Neustadt und Wien fahren, die Hirzen, die praktisch hier ihre Waren bringen und verfahren. Also das Wandern nach Wien oder Verkauf auf Märkten oder Großstädte, das ist auch für die burgenländischen Kleinbauern oder eine Notwendigkeit gewesen. Es ist nichts Besonderes gewesen. Oder die Seewinkler Heubauern, die 2-3 Tage nach Wien gefahren sind auf den Heumarkt und haben dort das Heu verkauft, und das sind auch Händler. Die mehrere Tage mit ihrem Wagen unterwegs sind. Haben wir doch hin, haben wir doch zurück. Bitte. 1930, habe ich gesagt, ist es ja die Verarmung geschehen der Zigeuner. Ist es die allgemeine Lage oder gibt es einen Grund, dass die Zigeuner oder die Roma speziell verarmt sind? Erste Frage. Zweite, ist in Ungarn die Situation besser gewesen? Weil wenn die zwei Grafen da nach Ungarn geschleppt hat, 10 Lachen lassen, nehme ich den Schluss, dass in Ungarn die Situation für die Roma, für die Zigeuner besser war. In der Nationalsozialismus meinst du jetzt? Also, gut, also die Situation in Burgenland ist in Österreich gesehen eine sehr besondere. Ja, es gibt, erstens einmal haben wir Weltwirtschaftskrise. Ja, Weltwirtschaftskrise betrifft alle. Es gibt schon vorher einmal eine große Krise in Österreich oder in der Monarchie. Und das sage ich Ihnen nichts Neues, das resultiert in der Auswanderung, wie zum Beispiel das halbe Burgenland nach Amerika auswandert. Ja, ein Weg, der den Roma versperrt ist. Denn damit sie sich das leisten können, das kostet ein bisschen was und dann müssen sie was zu verkaufen haben. Ja? Und die haben aber keine Grundstücke. Die können dann nicht den letzten kleinen Wald oder einen halben Acker verkaufen und nach Amerika auswandern, wenn sie keinen haben. Ja? Das ist sozusagen das erste Problem. Das zweite Problem ist, sie verfügen eben fast ausnahmslos über keinen Landbesitz. Das heißt, sie können auch nicht Subsistenzwirtschaft betreiben. Das heißt, sie können sich keine Grundbahn anbauen, ja? Oder keine. Ja? Und sie können sich nicht ihr eigenes Holz aus dem Wald holen. Ja, kein Kredit. Ja, das gibt es nicht. Und jetzt kommt
die in der Weltwirtschaftskrise passiert, was sehr Eigentümliches. Ja? Und das trifft vor allem das Burgenland. Im Rest von Österreich gibt es ein Erbrecht, wo am Land ein Kind meistens den Bauernhof erbt. Ja? Und die anderen müssen weg und die ziehen in die Städte und werden dann Industriearbeiter. Ja? Im Burgenland gilt nach wie vor auch in der Zwischenkriegszeit das ungarische Erbrecht. Das kennen Sie sicher alle, wo ja unter allen Geschwistern gleich geteilt wird. Natürlich bleibt auch in der Regel einer zu Hause und führt den Hof. Ja? Und es oder halt viele kleinere Wirtschaften, aber einer tut es. Die anderen gehen weg, bleiben aber sehr lange Mitbesitzer. Dann kommt die Weltwirtschaftskrise, die werden arbeitslos, die werden ausgestrahlt. Ja? Und die sitzen dann in Wien und sagen, naja, eigentlich kehrt man ja daheim noch aus. In Schandorf, Schachendorf, wo immer. Ja? Also kommen die völlig Ausgesteuerten zurück und setzen sie dann beim Bruder ein und die verdrängen. Die meisten Roma sind Landarbeiter im Sommer. Ja? Im Winter Zusatzerwerb, Rastelbinder, Besenbinder, was weiß ich was. Aber im Sommer sind sie Landarbeiter. Ne? Und jetzt die zurückkehrenden, diese zurückflutenden Arbeitslosen, die verdrängen die Roma vom lokalen Arbeitsmarkt. Die Roma, die verhungern. Der Herbert hat es gesagt, die hohe Kindersterblichkeit. Ja? Die bis zu 50% beträgt. Heute haben wir 4 Promille. Ja? Heute sterben von 1000 geborenen Kindern in Österreich 4 in den ersten beiden Lebensjahren. Damals waren es 17, 18 im österreichischen Durchschnitt, bei den Roma in einigen Siedlungen in Südburgern über 50%. Eine völlige Verelendung, die haben einfach nichts mehr zum Essen. Ja? Also das ist dieser Mechanismus und der trifft das Burgenland besonders hart aufgrund dieser Erbrechtssituation, ja? Und was daraus resultiert. In Ungarn gab es diese Verfolgung der Roma so nicht. Dort gibt es erstens einmal nicht eine so starke Industrialisierung in Ungarn, das heißt, so, dieser Mechanismus funktioniert nicht so und es gab in Ungarn ja so wie in Nordburgenland auch diese riesigen ungarischen Ländereien, ja, viel größer als es das in Burgenland jemals gegeben hat, vielleicht mit Ausnahme des Bezirks Neusiedl, ja, wo ganz viele Menschen dann auf den großen Gutswirtschaften gearbeitet haben. Ja. Viele Roma haben ja auch auf Gutswirtschaften gearbeitet, zum Beispiel in Neberstorf. Bitte? Neberstorf. Ja, Neberstorf, zum Beispiel ist ganz typisch Unterwart. Ja. Unterwart, die Roma in Unterwart sind auch in Unterwart, weil es dort einen großen Meierhof eigentlich ursprünglich gegeben hat, ja. Wo viele von ihnen gearbeitet haben, nachweislich, und die Jahrhunderte. Ja. Also das ist die Arbeitsquelle. In Ungarn ist das noch wesentlich ausgeprägter. Die ungarische Regierung der Zwischenkriegszeit, die ist zwar auch rassistisch, aber die hat dann ein anderes Modell. Das heißt, die Juden und die Roma werden zum Militär eingezogen, auch noch in den 40er Jahren, aber ohne Waffe, in sogenannten Arbeitskompanien. Ja, und die werden dann, das sind jene Juden, die dann hier eingeteilt werden am Ostwall, ja, um diese Schanzarbeiten zu machen als Zwangsarbeiter, unter denen befinden sich übrigens auch einige Roma. Ja, weil in Rechnitz gab es auch Roma, die da hier als Zwangsarbeiter eingeteilt waren, wie wir heute wissen. Ja. Die Verfolgung in Ungarn setzt erst ein, als die deutsche Wehrmacht 1944 in Ungarn einmarschiert. Und dann werden in großen Razzien, zumindest in Westungarn, also in Körmend und in Komárom an der Donau, dann große Sammellager auch für Roma eingerichtet, weil man die Arbeitskräfte so dringend braucht. Ja. Um sie dann später ins Deutsche Reich zu deportieren, aber das unterbleibt dann, dann bricht eh schon alles zusammen, so in den 44. Ja. Aber generell würde ich sagen, ja, die Situation für Roma in Ungarn war besser, es war auch die soziale, wie soll man sagen, Leiter durchlässiger. Ja. Also es gab neben den Landarbeitern in Ungarn seit mindestens dem 18. Jahrhundert große traditionelle Musikerfamilien. Und das waren nicht nur Familien, die auf Talent gespielt haben, sondern wo richtige Ausbildung war. Also seit dem 19. Jahrhundert gehen Roma in Ungarn auf die Musikakademie. Ja. Deswegen gibt es auch so viele ungarische Orchester dann auf der ganzen Welt. In jedem Hotel, bevor es ein Fernsehen gegeben hat, hat es auf jedem Hotel in Europa eine meistens ungarische oder also tschechische, slowakische Roma-Kapelle.
das gibt es auch, es gibt ein anderes Stratum, ja, also auch eine bürgerliche Schicht. Ich sage nur einen Satz dazu, es gibt einen Habsburger, den Erzherzog Josef, der in den 1860er Jahren sein Herz für die Roma entdeckt, der auch in Ungarn Wissenschaftler beauftragt, das erste Wörterbuch der Roma-Dialekte zu verfassen. Und das Interessante ist, dass als dieses Buch erscheint, bekommt er, die Briefe liegen in Ungarn, einen ganzen Haufen Post, Dankesbriefe, die sowohl entweder in Deutsch, in Ungarisch oder in Romanes geschrieben sind, wo sich bürgerliche Roma bedanken bei ihm und sagen, endlich hat er die Sprache, sozusagen der Roma, auf die Ebene einer Kultursprache gehoben. Also diese Schicht hat es in Ungarn schon auch gegeben. Ja, in Siebenbürgen auch sehr stark ausgeprägt, ja, also in Rumänien. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel in Serbien, wo es viel Grundbesitz gegeben hat, auch Roma mit viel Grundbesitz in Serbien und in Bosnien, die sozialen Konflikte bei weitem nicht so ausgeprägt sind. Ja. Aber die Sprache gibt es schon mal. Die Sprache Roma? Ja, ja, natürlich. Ja. Die Sprache gibt es. Nur immer weniger können sie. Im Burgenland. Ja. Ja. Also die Frage ist, verstehen sich die untereinander? Ja? Und jetzt wollen wir dazu sagen, die Situation ist ungefähr die, wie im deutschen Sprachraum, wenn es keine Bewegung zur Standardisierung der deutschen Sprache gegeben hätte. Also wenn wir als Burgenländer nur Dialekt reden würden, oder stellen Sie sich es anders vor, ich glaube nicht, dass sich jemand von uns auf einem Stammtisch in Hamburg wirklich verständigen kann. Ja? Das wird nicht einmal in Vorarlberg funktionieren. Ja, und so ähnlich ist das. Ja. Das darf man vergessen, die Roma kommen aus verschiedenen Bereichen. Wenn man jetzt die Lovara hernimmt, die aus dem rumänischen Bereich kommen, die haben natürlich sehr viele rumänische Lehnwörter drinnen. Die Ungarn haben wieder andere, die sind schon lange vielleicht in Deutschland oder in Oberösterreich und so weiter. Die nehmen auch hier von der Sprache etwas auf. Und das ist natürlich, man nimmt natürlich von der Mehrheitsbevölkerung, wenn man lange hier wohnt, natürlich etwas auf. Das ist ja heute im Kroatischen, glaube ich, hier nicht anders hier. Gleichzeitig stirbt sie nicht wirklich total aus. Es gibt ein völlig neues Phänomen. Erstens gibt es zurzeit, also jetzt schon, eine große Anzahl von Roma europaweit, die also Mittelschulen besucht haben, die Universitätsabschlüsse haben. Es gibt auch eine sehr aktive Roma-Studentenbewegung, der Mime, die jedes Jahr ganz große Sommeruniversität in Krakau organisiert. Und es gibt vor allem diese digitalen Medien. Und Sprachwissenschaftler sagen, man sieht dort eines, es entwickelt sich ein neuer Standard de facto. Ja, also wo diese verschiedenen Roma-Dialekte, der Romanes-Dialekte, jetzt sich mehr und mehr angleichen. Ja. Die Sprachwissenschaftler jammern ein bisschen und sagen, weil die sehr komplexe Roma-Grammatik wird immer stärker vereinfacht. Ja. Also so wie im Englischen, wo es fast keine Endungen mehr gibt. Ja. Aber dafür gibt es viel, viel mehr Leute, die sich beginnen, in dieser Sprache auch als internationale Sprache zu verständigen. Also, und das, die Erfahrung machen schon viele Jugendliche, ich war ein paar Mal eingeladen als Vortragender bei dieser Sommeruniversität, die machen schon die Erfahrung, dass sie, wenn sie aus Bulgarien kommen, ja, und die treffen dann jemand aus, sage ich, Schweden, ja, die können schon reden miteinander. Ja. Es ist jetzt nicht gleich so ganz einfach, ja. Aber die Kommunikation ist schon möglich, ja? Und es funktioniert auch ganz gut. Ja? Also da ist, glaube ich, viel Hoffnung und das ist nicht eine untergehende Sprache, das glaube ich nicht. Herr Beil, bitte. Ich habe eine Frage, die hat eigentlich nur am Rande damit zu tun, aber in den von Ihnen behandelten Roma-Siedlungen stelle ich mir vor, dass die ja sehr autark waren. Welche Rolle spielt Kirche, sind die am Sonntag wie die anderen in die Kirche gegangen, wo die doch meistens sehr weit draußen gelebt haben vom Ort? Oder wie sollte ich mir das vorstellen? Also die burgenländischen Roma waren zumeist katholisch. Sie lassen sich auch in den 20er Jahren nachträglich oft taufen katholisch oder heiraten, obwohl sie schon älter sind, nochmals. Also oft haben sie ja nicht richtig geheiratet, sondern sie lassen sich dann katholisch auch verehelichen, mit dem Ziel, sich
besser zu assimilieren zu können, angenommen werden zu werden. Es gibt auch einige Pfarrer, wo wir wissen, dass sie sich wirklich um die Roma bemüht haben. Vielleicht weit mehr, aber von ein paar wissen wir es. Wir haben auch zwei, drei Fotos, wo sich katholische Pfarrer mit Roma sich beschäftigen oder ihnen helfen. Es gibt auch glaube ich, Gartendorf, das Wunder, da gibt es extra so einen Pfarrer, der war ein kroatischer Pfarrer damals noch in Gartendorf in den 30er Jahren, der Hilfsgüter sammeln lässt und so weiter und ihnen zur Verfügung stellt, das wissen wir. Im Südburgenland ist dann ein wenig komplizierter, wenn man in einer evangelischen Gemeinde ist. Auch der Schulbesuch hat natürlich in dieser Zeit etwas mit der Konfession zu tun. Also in eine katholische Roma in einer evangelischen Schule in Südburgenland war ein Problem, das war eher noch besser. Und was war jetzt noch ein Punkt mit den also wie gesagt, mit der sehr starken Kirchenbesuch, ja, denn meine Mutter sagt das immer wieder noch, ja, sie wollten manchmal gehen, sie haben teilweise mitgenommen, aber sie haben oft nicht die Kleidung gehabt. Und da wurden sie natürlich oft von den Besuchern schief angeschaut, wenn man sich in Sonntagsbekleidung in die Kirche bewegt. Also sie sind dann meistens nicht gegangen, im Winter sowieso nicht, weil das war sehr schwierig, dann praktisch sich dahin zu bewegen, haben sie auch kein richtiges Schuhwerk auch oder passende Schuhe gehabt. Also wir merken aber auch, dass die Kinder in den 30er Jahren eigentlich durch den Schulbesuch auch in das religiöse Leben mitmachen. Also wir finden auch sehr viele Bilder von Kommunionsbildern, wo Firmungsbilder, das ist eine sehr wichtige Quelle, da sehen wir auch die Roma, dass sie dabei waren, also das schon, aber der Kirchenbesuch war nicht regelmäßig. Also was ich weiß, eher nicht, weil sie natürlich auch vielfach auch schief angeschaut wurden von der Mehrheitsbevölkerung, die kämen hier so zerlumpt und sowas rein. Also. Herbert hat schon angesprochen, in den Südburgenland ist es ein bisschen anders. Ja, also in der Regel waren sie alle katholisch. Was wir noch wissen, ist, dass es eine ganz starke Mariengläubigkeit gibt. Es gibt ja auch die berühmte Roma-Wallfahrt nach Mariazell zum Beispiel. Hat sich bis heute nicht wesentlich geändert bei ganz vielen von unter den Roma. Das Problem ist, natürlich gibt es Ausgrenzung. Ja? Von Ort zu Ort unterschiedlich. Unterwart ist ein großer Roma-Siedlung, schlechtes Beispiel. In der Kirche gibt es eine eigene Roma-Bank, ja? Also die dürfen sich nur in eine bestimmte Bank setzen, wenn sie in die Kirche gehen. Ja? Und da setzt sich dann auch sonst niemand hin. Ja? Das gibt es in Gasthäusern in Südburgenland auch, da gibt es einen Zigeunertisch, ja? Der ist meistens gleich neben der Eingangstür, nur dort dürfen sie Platz nehmen, wenn sie ins Gasthaus gehen. Also da gibt es schon ganz starke Segregation auch, ja? So auf vielen Ebenen. Schulbesuch ist ein Problem. Bleibt noch einmal im Unterwart und Sie wissen, ich bin ein burgenländischer Ungar, ich komme aus der Nachbargemeinde, ja, aber und das sind Kleinadelige, nicht? Also die halten sich alle für was Besseres. Die Mittel, also in der oberen Wart, die Ungarn, die sind alle ein bisschen, ja, wir sind halt der, ja, sozusagen, ja, und uns kann man nichts anschaffen, ja, und die Gemeinde Unterwart weigert sich einfach. Sie wissen das, die eine Geschichte, die man nach 1921 an ungarischem Recht in Burgenland mit übernimmt, ist das Erbrecht und das zweite ist das Schulrecht. Ja. Wir behalten unsere kirchlichen Volksschulen. Und das Standesmatrikelrecht auch. Ja, Standesmatrikelrecht auch, ja. Wir behalten unsere kirchlichen Volksschulen. Ja. Und da, die werden nicht eingeschult in Unterwart. Ja. Die Unterwarte sagen, da kommt gar nicht in Frage, dass die bei uns in die Schule gehen. Und die Landesregierung ist nicht in der Lage, das in der Zwischenkriegszeit durchzusetzen. Der Großteil der Unterwarter Roma geht nicht in die Schule, weil die Bevölkerung das verhindert. Ja? Genau. Das zweite Problem ist, dass es gibt viele Orte, wo die Mehrheit evangelisch ist und da gibt es eine evangelische Schule. Ja? Und die wollen natürlich nicht nur keine Zigeuner, die wollen auch keine katholischen Schule haben. Ja? Und bei Holzschlag zum Beispiel ist es dann so, dass die heute halt unten in Günzeck, wo es eine katholische Schule gibt, die gehen dann in Günzeck in die Schule, ja, zum Beispiel. Ja. Das sind dann halt so Notlösungen. Ich kann mich erinnern, also
aus irgendeinem Grunde sind die Bach-Selten-Aroma in den 60er Jahren in Großpetersdorf in die Schule gegangen, obwohl, glaube ich, Mischendorf wesentlich näher gewesen war. Ja? Ja, das war schon in den 50er Jahren. 60er Jahre. Also später. Also ja, aber mit mir sind auch drei gegangen. Also das ist irgendwie. Nach 45 hat es nicht mehr gegeben. Also ja, was? Nach 45? Dann sicher. Das Schulbesuche würde auch mal ausgeschlossen werden. Achso, ausgeschlossen werden? Nein, das nicht. Aber dass man auch nicht unbedingt die Leute in die Schule gegangen ist. Ja. Aber die Fotos sprechen eine deutliche Sprache, weil meine Frau ist 1950 in die Volksschule gegangen. Da gibt es ein paar Zigeunerkinder, die sind wirklich so und sie weiß nicht mehr, wie die heißen. Das ist ja auch typisch. Ne? Mhm. Alle anderen kennt sie namentlich. Ja. Und dann die Sonderschule, nicht? Ja. Also die werden automatisch in die Sonderschule abgeschoben. Da gibt es zum Beispiel, es gibt ja eine katholische sogenannte Zigeunermission. Gibt es, glaube ich, seit der Zwischenkriegszeit, aber in den 50er Jahren kommt eine der die Vorsitzende dieser sogenannten Zigeuner, die heißt auch wirklich Zigeunermission, eine Frau namens Mirella Carpati, eine in Italien lebende Familie, die macht eine Reise durch Österreich, um sich die schulische Situation der Roma in Österreich anzuschauen, schreibt einen vernichtenden Report über das Burgenland und sagt, überall werden die Kinder automatisch in die Sonderschule für geistig Behinderte abgeschoben. Ja? Den Report kennen wir, der erscheint in einer im Vatikan erscheinenden Zeitung dieser Zigeunermission, das lag schon rum, glaube ich, heißt die Zeitung, aber hat natürlich überhaupt keine Auswirkungen. Ja. Aber als zeithistorisches Dokument ist es natürlich schon so. Und wir müssen schon sagen, die katholische Kirche hat für die burgenländischen Roma eine große Bedeutung, weil sie hat auch sehr viel für sie getan. Ja. Und in dem Moment sieht man auch, glaube ich, im Buch gibt, machen wir da ein, bringen wir ein paar Beispiele. Die Roma-Pastoral, wie es sie seit jetzt vielen Jahrzehnten eigentlich schon gibt, ja, spielt hier eine ganz wesentliche Rolle. Und das einzige Problem ist, die Roma gehen auch dann in die Kirche und beteiligen sich auch, wenn sie von den Pfarrern auch so angenommen werden. Also wenn sie das Gefühl haben, dass das nicht funktioniert, dass sie sozusagen, wie soll man sagen, ein bisschen diskriminiert werden, dann nicht. Ja? Aber ansonsten. Entschuldigung, wir reden es bitte. Ich wollte nur im Namen der Kugel noch kurz was sagen, bevor es dann ans Bücher kaufen und signieren geht. Wir haben auch, für Sie als Interessierte, vielleicht morgen am Abend eine Veranstaltung hier um 20 Uhr. Und zwar gemeinsam mit dem Joschka auch, mit dem Peter Wagner. Wir präsentieren unsere DVB, Hanna Ikete, ein Abriss, die Biografie und der Tätigkeiten zweier Burgenland-Kroatinnen, nämlich Hanna Sturm und Käthe Sasso, die Widerstandskämpferinnen waren im Nationalsozialismus. Morgen DVB-Präsentation 20 Uhr. Wollte ich nur ganz kurz sagen und mich jetzt schon bedanken beim Herbert und beim Gerhard. Das war ein sehr gerne. Wir sagen auch danke für die Einladung und danke für den Besuch, dass Sie ausgeharrt haben, trotz dieser komischen Zeit. Aber ich sage immer, zum Forschen nehmen wir die Maske runter und keiner kennt uns.